haben wir den Frank hier. i740 GD mit einer Gesamtlänge von 7,54 Meter und mit Einzelbetten. Und dieses Fahrzeug, wie es hier steht, hat einen Grundpreis erstmal von 109.000 und mit der Sonderausstattung, die hier eingebaut wurde, von 136.858 Euro. Jetzt käme es natürlich darauf an, genau zu checken, welche Sonderausstattung da drinnen ist. Und es ist natürlich ein stolzer Preis. Da schauen wir mal rein, Ossi, oder? Jawohl. So, also geht schon mal ein paar Stufen hoch. Eine ausfahrbare Stufe ist auch da. Die Ossi räumt erstmal auf. Jawohl, gut machst du das. Vielleicht kriegen wir dann Rabatt. So, da sieht man schon mal einen schönen Küchenbereich, aber wir schauen erstmal ins Cockpit. Und da sieht man schon mal eine schöne Tischlösung. Denn die Tische von Frankia sind an sich gut handelbar. Der ist hier in der Mitte, da kann man den kleiner machen. Und drehen wahrscheinlich. Und dann kann man ihn auch in alle Richtungen drehen. Mhm. Es ist keine Gegenübersitzgruppe, sondern diese klassische L-Sitzgruppe. Mit Zusatzsitz, auf dem ich mich im Moment gerade befinde. Und man sieht zum Fiat-Fahrerhaus ist eine kleine Stufe. Ausgestattet ist das Ganze schon mal mit einem Alpine-Navigationsgerät. Und man sitzt jetzt da ein bisschen beengt, weil der Tisch komplett ausgezogen ist. Vielleicht kann man den einmal zusammenstellen. Also, kannst du mal den Tisch zusammen machen? Ohne Erklärung. Sieht man mal, wie das selbst. Da müsste ich ja jetzt alles abräumen oder so. Versuchen umzudrehen. Jawohl, lässt sich relativ einfach intuitiv bedienen. Ja, aber zusammenklappen möchte ich nicht. Ja. So, der Cockpit-Bereich ist die normale Fiat Ducato Display. Man sieht schon hier, die Rückfahrkamera wird nicht von Alpine genutzt, sondern die ist separat verbaut. Auf der linken Seite, was ich eigentlich für sehr praktisch finde. Und dann auch, was für Frank hier immer typisch ist, das ist diese kleine Seitenablage. Da sollten sich manche Hersteller ein Beispiel dran nehmen. Ich finde, das ist einfach schön gemacht. Auch die Spiegel sind gut untergebracht, also mit dem Tonwinkelspiegel. Allerdings, was wieder bei anderen Herstellern ist, dass man hier was hochziehen kann als Sichtschutz, das hat Frank hier nicht im Angebot. So, wir haben jetzt den Tisch uns mal ein bisschen angeschaut und so ein großer Tisch hat dann doch seine Nachteile. Da lässt sich nämlich nur das Mittelteil zumachen, aber drehen lässt er sich nicht, was dann natürlich wieder die Beweglichkeit des Fahrersitzes etwas einschränken dürfte. Müsste man sich genau anschauen. Was ich hier schon sehe, das ist hier beim Hubbett zusätzliche Ablagefächer. Das ist eine tolle Idee mit den kleinen Gittern, da kann man schön was dahinter legen. So, und jetzt stehen wir hier in der Küche. Mhm, genau. Und da kann man schon mal dazu sagen, das ist ein Zweiflamme-Herd. Der ja eigentlich auslangen sollte. Mhm. Was mir jetzt persönlich sehr gut gefällt, das ist, dass hier diese Abgrenzung etwas erhöht wurde, sodass man hier dann doch noch eine kleine Ablagefläche hat. Das finde ich jetzt eigentlich sehr schön. Und, das muss man auch dazu sagen, da hat man hier auch noch die Möglichkeit, dass man dieses Brett hier reinschiebt. Ja, für das ist wahrscheinlich ja auch gedacht. Das ist das Besondere an Frank hier, dass der immer solche individuellen Gimmicks drinnen wenn hat. Wenn wir schon mal gerade hier dabei sind, die Spüle finde ich jetzt sehr groß. Ja. Also da kriegt man das ganze Geschirr super nahe. Also das finde ich sehr groß, sehr schön. Und hier hinten habe ich fest, da ist der Müll. Nicht schlecht. Ja,
Da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz im Klaren, ob das jetzt gut ist oder nicht so gut. Aber der ganze Bereich hier ist sehr weit nach vorne gezogen. Was ich weiß nicht, ob mich das jetzt nicht doch ein bisschen stören würde, wenn ich wäre vielleicht ein bisschen lieber näher dran. Also vielleicht ein anderer Platz für diesen Mülleimer. Aber ansonsten sieht es ganz toll aus. So, hier hat man die Klappen und es sind kleinere Einheiten, die man hier aufmacht. Mhm. Oh. Und Prost, da kriegt man viel rein. Auch die Verteilung ist etwas besser als bei manchen Fahrzeugen, weil das sind zwei gleich große Einheiten, also für Teller und so weiter. Ich habe ja jetzt gesagt, die Küche kommt mir etwas groß vor, also zieht sich in den Raum tief rein. Ich komme hier gar nicht an die Fächer ran. Aha, ja. Also das ist für mich jetzt unmöglich. Ich komme da gar nicht ran. Also das können nur für große Leute sein. Also wenn ihr mal meine Körpergröße haben wollt, dann müsst ihr mich nur fragen. Ich komme da überall ran. Ja, aber oben auch nicht. Doch. Oder? Doch, beweglich wie ich bin schon. Also mir wäre es jetzt zu unpraktisch. Okay. So, da haben wir die Gefrierkombination. Da haben wir hier noch einen kleinen Auszug. Ja. Aha, für die, natürlich auch sehr schön. Für die Weinflasche. Jo. Und den Fernseher haben wir an dem Platz, den ich auch für einen Fernseher präferiere, nämlich hier. Und man kann den hier schön überall in den Reinraum stellen und kann sogar, wenn man unter der Dusche steht, kann man den Fernseher noch benutzen. Und wer jetzt sagt, das macht doch niemand, dann kann ich euch sagen... Ich kann euch sagen, wer das macht. Ja. Überlegt mal. Gar nicht schwer. Das mache ich sehr wohl. Mhm. Und wir haben ja einen zweiten Fernseher noch hinten. Die laufen manchmal parallel, wenn ich alleine unterwegs bin. Dann schaue ich das Morgenmagazin an, während ich Kaffee trinke und während ich dusche und Zähne putze. Da laufen beide Fernseher. So, und hier haben wir die Technik wahrscheinlich. Jawohl. Warte, ich muss den Fernseher... Oh. Okay, dann gibt es bestimmt einen anderen Trick. Also auch hinter einer Blende ist die Technik untergebracht. Die sieht auch nicht schlecht aus, sehr innovativ. Und oben haben wir noch ein kleines Fächle, da kann man dann die Fernbedienungen reinlegen. Ja, auch hier, wie auf der anderen Seite, also ganz tolles Fahrzeug. Wir sind so und so begeistert von Frankia. Gell, Sie? War ja auch lange in engster Wahl. Bevor wir unseren Hümer gekauft haben, waren wir lange am Überlegen, Frankia oder Hümer. Also hier die Kombination finde ich auch sehr schön. Kleiner Backofen, Gefrierfach und Kühlschrank. Und Aha. Ja, der sieht sehr groß aus. Ist ein Dometic-Kühlschrank, also sehr groß. Ja, okay. Mhm. Ah, das ist der. Das ist der Backofen, ja. Genau. So, dann schauen wir mal in den Bad- und Duschbereich. Hier sieht man auch noch einen kleinen Gimmick. Da ist noch fürs Handtuch so ein Halter da. Und die Schubs. Also die Dusche sehr edel und schön groß. Da ist natürlich eine Dachluke hier. Nein, das ist keine. Da ist keine Dachluke, also das ist nicht nur für die Messe gemacht. Also die Dusche ist ohne Dachluke. Ja, und auch ohne Seitenfenster. Ja, was? Also so sieht es jetzt auf jeden Fall mal aus. Also es ist zwar gleich daneben eine Dachluke, aber ich würde schon sagen, dass in der Dusche eine Dachluke eigentlich Sinn macht. Ja, es ist ja eigentlich dann schon im Bad. Mal gucken. Also hier scheint eine Tür zu sein, die jetzt aber irgendwie dahinter versteckt ist. Auf jeden Fall geht hier die Türe auf. Jawohl. Oh, mit eigenen Heizkörper. Das ist etwas, was wir ab und zu vermissen in unserem Bad. Dafür, doch der Spiegelschrank ist auch schön groß. Mhm. Ja. Da ist nochmal ein Mülleimer. Okay. Da. Und hinten ist alles
mit geschlossenen Fächern ausgelegt. Ja. Hier ist noch ein Fernseher. Warte, ich mich jetzt, wie der Fernseher da ist. Den muss man. Da ist Technik drin. Ja, und da ist irgendwie so das Ausgleich, wie nennt sich das? Das Ausgleichwasser irgendwie was so? Oder was war das hier? Das ist der Ausgleichsbehälter für die alte Heizung. Okay, da muss man ja nicht so oft ran. Ja. Und den Fernseher, den kann man ja zur Seite schieben. Ja. Mhm. Oh, schwer. Also Fächer hat es hier auch genügend. Ja, und hinten gibt es auch die Ablagemöglichkeit dann für Handy, und Co. Bücher und so weiter. Ja. Wahrscheinlich sehr schön. Das gefällt mir ganz gut. Ist das hier jetzt höher irgendwie? Das kommt mir jetzt so hoch vor. Ja, das werden wir gleich an der Heckgarage feststellen. Wir sollten vielleicht einmal noch die Schränke zeigen, die es eingebaut hat. Ja, das ist bei Frangia so, dass die zwei in der Regel zwei gleiche haben. Also da haben wir die Treppe. Die Trittstufe nach oben. Ja. Okay. Dann machen wir mal hier die Seite ab. Und hier haben wir den Auszug. Einen Auszug für Kleider. Zum Hinhänger? Ja, wobei ich sagen muss, also so viel Kleider braucht man nicht, wie es jetzt beim zweiten Auszug auch noch kommt. Ach, das sind zweimal Auszüge. Ja, und das ist eigentlich zu viel. Da geht also eine Kammer oder ein Schrank geht da verloren mit ein, zwei Fächern. Ja, das wäre mir jetzt, glaube ich, lieber. Ja, ja, das war schon, wie wir uns den Frank hier angeschaut haben, war das auch schon ein Thema. Aha, okay, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber wird so sein. Also ich denke, ja, also hier... Das sind Schiene drin, also ich gehe davon aus, dass man diese Türe hier zumachen kann und dann ist man ja direkt richtig im Raumbad und dann, ja, dann wäre halt dieses Dachlukefenster wahrscheinlich dafür gedacht. Weil hier im Bad an sich ist auch keine Luke. Nee, da ist dieses große Fenster hier in der Mitte. Das ist das einzige fürs gesamte Bad. Aha, okay. Ich meine, wenn die Tür hier zu ist und man duscht, dann kann man da das Fenster aufmachen. Okay. Ja. Nicht schlecht. So, dann gehen wir mal an die Heckgarage ran. Machst du mal die Türe auf? Ja. Das sind schon mal zwei tolle Schlösser, zwei wertige Schlösser, würde ich sagen. Und wenn man da reinschaut in die Heckgarage, dann sieht man, dass hinten eine kleine Tür ist. Die Heckgarage ist sehr groß. Die kleine Türe, ja, ich denke, die ist eigentlich fast nutzlos. Vor allem, wenn man mal das Fahrrad von der anderen Seite rausnehmen will, dann wird es schwierig. Sie hat als Ausgleich dann hier diese Hecktüre. Die Ossi sagt so, es ist ein Schmann. Ich sage, ich finde es nicht schlecht. Nein, aber ja, ich finde halt einfach, man steht ja meistens mit dem Hinterteil an einer Hecke, an einem Zaun oder irgendwas, dann kann man sie eh nicht aufmachen. Also ist sie unnötig. Also dann kann man nichts davor bauen. Eins ist definitiv sicher, man kann von hinten keine Fahrräder rausnehmen. Nee. Und auf der anderen Seite durch die kleine Tür kann man die Fahrräder auch nicht rausnehmen. Also insoweit eine zweite große Tür braucht man. Gibt es hier Licht oder ist das da? Also hier sehe ich kein Licht drin. Doch, da ist doch eins links. Wo? Okay, aber das ist ja so dunkel, da sieht man ja nichts. Vielleicht kann man da noch was nachrichten oder so, irgendwie. Was ein Nachteil ist, das ist diese Nase hier vom Bettzwischenraum. Das ist, also, ist die Treppenstufe, ja? Ja, die könnte man sich sparen, da könnte man das Bett etwas höher machen, zumal in der Stufe eh nichts ist. Und diese Nase, die schränkt natürlich die Heckgarage, die Funktionalität enorm ein. Was dagegen schön ist, das ist also hier die Ersatzkassette, die ist hier untergebracht und zwar sehr leicht zugänglich und nicht nur so untergebracht, sondern die hat auch noch hier eine separate Klappe, wo man sie dann auch ohne Öffnen der Heckgarage entnehmen kann. Wiederum feststellen muss ich, dass sogar beim Frangia sich die Tür nur um 90 Grad öffnen lässt und das ist ein Thema, was meines Erachtens immer nicht von den Wohnmobilisten oder von den Wohnmobilherstellern bedacht wird, dass eine 180-Grad-Öffnung eigentlich sinnvoll und notwendig ist. Denn wenn ich hier ein Fahrrad seitlich einladen will, dann stehe ich hier an der Wand dann ist es hier und der Fahrradauszug, der kommt hier raus. Dann kann man sehr knapp und eng wahrscheinlich. Dann, extrem ja, eng. Sogar bei unserer Fahrräder ginge mit unserer... Schwierig. Wäre sehr schwierig, weil das
ist total nur 90 Grad. Und die Heckgarage um 180 Grad öffnen zu lassen, ist keine große Sache. Man müsste hier nur dieses Teil etwas nach hinten versetzen. Denn von dem her würde das alles gehen. Also das sind auch jetzt 2020 mit so vielen Jahren Wohnmobilerfahrung, entdeckt man immer noch solche Schwächen an hochwertigen Wohnmobilen. Kann man so sagen, Ossi? Ja. Sehr schön. Nein, nicht schön, nicht schön. Aber man kann es so sagen. Schön, es wäre für uns einfach ein Nachteil. Absolut, ein gravierender Nachteil. Ja. Das ist nämlich etwas, was wir im Alltag vermissen, dass sich die Tür um 180 Grad nicht öffnen lässt. Ja.